Derbyzeit auf der Schützenwiese. 9000 Zuschauende sind gekommen. Das gibt selten in der zweithöchsten Schweizer Liga. Die zwei Nachbarclubs wollen beide in die Super League. Das merkt man jetzt an der Euphorie. Die Stadt wäre schon bereit, einen nächsten Schritt zu machen. Man will sportlichen Erfolg. Das ist immer unser Ziel gewesen. Wir haben immer das Maximum rausholen. Wir haben 3 Jahre darauf eingearbeitet. Winterthur. Die 6. Stadt der Schweiz wartet seit 1985 auf Fußball im Oberhaus. Endlose 37 Jahre. Lange ist der dreifache Schweizer Meister ein Sanierungsfall, mausert sich dann zum sympathischen Kultverein ohne große Ambitionen. Jetzt aber mit Präsident Mike Keller ist der Ehrgeiz gewachsen. Auf allen Ebenen haben wir dort intensiv gearbeitet, insbesondere auch in der Kultur, wo das Thema Leistungskultur bei uns ein ganz wichtiges Thema bekommen hat. Wo wir gesagt haben, wir müssen mehr Leistung haben. Wir haben jedes Jahr noch ein bisschen eine Schippe draufgelegt und jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, wo wir auch finanziell und auch sonst irgendwo so weit sind, dass wir eben irgendwie auch sportlich wieder mehr angreifen können. Im Fall eines Aufstiegs fordert die Liga sofort Maßnahmen wie stärkeres Licht, Drehkreuze im Eingangsbereich, strikte Sektorentrennung sowie Fangnetze hinter den Toren. Die Kosten von 1,5 Millionen Franken würde die Stadt übernehmen. Mittelfristig müsste aber auch die neue Osttribüne bestuhlt werden, unter anderem. Ob diese Auflagen bei den unkonventionellen Fans mit ihrer Sirup- und Bierkurve gut ankämen? Die Bewegungsfreiheit im Stadion würde deutlich eingeschränkt, die klubeigene Kultur gefährdet. Wir versuchen sicher, dass wir irgendwie die ganze Kultur, die wir da aufgebaut haben, die werden wir natürlich behalten. Aber es ist klar, dass wir die nicht in jedem Millimeter irgendwo 1:1 verteidigen können. Es wird gewisse Änderungen geben, das ist klar. Da müssen wir dann die richtige Balance finden zwischen dem Alten und dem Neuen. Winterthurs gestiegene Ambitionen verkörpert niemand deutlicher als der neue Trainer Alex Frey. Doch auch die Gäste aus Schaffhausen wollen rauf. Sie gehen auf der Schützenwiese früh mit 1:0 in Führung. Am Monat sehnt man sich seit 2007 wieder nach Erstklassigkeit. Trotzdem ist die Stimmung gedämpfter. Die Zuschauerzahlen in der neuen Arena am Stadtrand sind äußerst bescheiden. Oft kommen weniger als 1000 Fans. Präsident Roland Klein hat den Club in den letzten 3 Jahren finanziell gerettet und sportlich vorwärts gebracht. Das Problem mit dem Zuschauermangel ist aber ungelöst. Wir haben natürlich in den letzten Jahren auch den Erfolg nicht gehabt. Schaffhauser ist wahrscheinlich sehr erfolgsorientiert. Und wir müssen daran arbeiten. Wir sind jetzt dran. Wir sind sportlich ganz oben in der Challenge League. Ich glaube, jetzt werden die Zuschauer auch kommen für die letzten Spiele, wenn wir dranbleiben. Im März kommt es zum Eklat zwischen Fans und Clubführung, als bei einem Heimspiel der Fansektor aus Spargründen geschlossen bleibt. Auf den Protest der Fans reagiert Präsident Klein mit einem geharnischten offenen Brief. Das Tischtuch ist kurzzeitig zerschnitten. Ja, ich denke, das war ein Ereignis, wo man gegenseitig gesagt hat, wie man es sieht. Und das ist Vergangenheit und wir schauen führen. Also man hat gesehen, die Reaktion der Fans war hervorragend. Die Beziehung der Stadt Schaffhausen zu ihrem Fußballclub bleibt allerdings eine Baustelle. Das weiß auch Stadtpräsident Peter Neukomm. Als Anhänger des FC versucht er, das Verständnis zwischen Clubführung und Fans zu verbessern. Es ist nicht nur der sportliche Erfolg, der zählt. Es gibt noch ganz viele andere Themen, die wichtig sind. Und da hat glaub, die Vereinsführung auch unterdessen gesehen, dass sie an dem arbeiten muss. Und es hat auch eine Taskforce gegeben aus der Bevölkerung, die da mithelfen will, von Fußballfans, die eigentlich wieder so eine Bewegung anbringen, wie sie heute Winterthur ist, wo man wirklich neidisch auf Winter blickt. Der Stadtpräsident wendet sich im Aufstiegskampf sogar höchst persönlich an die Bevölkerung. Wenn nicht jetzt, wenn dann, frage ich Sie, unterstützen wir den FCS bei seinen letzten 3 Heimspielen in der Vivox Arena, einem der schönsten Stadien in der Schweiz, Hopp Schaffhausen. Tatsächlich kommen zuletzt etwas mehr Zuschauende. In Winterthur sind es immerhin einige 100 Gästefans. Sie müssen mit ansehen, wie das Heimteam die Partie in der 2. Halbzeit noch ausgleicht. In der Schlussphase wird das Spiel zum spannenden und hitzigen Duell der Rivalen.
Einen Sieger gibt es aber nicht. Der Kampf um den Aufstieg geht weiter. Die Stimmungslage in Winterthur und Schaffhausen ist zwar völlig anders. In die Super League wollen aber beide.